Juhu! Oh, nice. Oh, Stufe 33. Sehr gut. Drachenstein, was ist das denn? Das finde ich auch so cool. Alle Gegenstände, finde ich, die sich in irgendwelchen Rollenspielen den Namen irgendwas mit Drachen haben, klingen gleich viel epischer. Also Drachenstein muss ja jetzt mega krass sein. Oh, der hat ein weiteres Trickfeld bekommen. Jawohl. Der alte Holzmichel. 242 auf Stufe 11. Ja, sicher. Sanfter Schimmer. Oh, Wachmacher hört sich ja nice an. Ne, Moment, das ist, wenn man hier eingeschlafen ist, ne? Ne, hebt die bewusstlos. Moment mal. Ist Bewusstlosigkeit jetzt wirklich, dass derjenige. Doch, ich glaube, das ist, dass derjenige tot ist, ne? Also nicht, dass derjenige eingeschlafen ist. Da steht ja nicht, weckt den wieder auf, sondern hebt bewusstlos. Ach komm, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Also, hier Verwünschung, der einen einzelnen Gegner verflucht. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Trickslot mit dem Stein. Ich weiß zwar nicht, ob das geht, aber wäre geil. Er lernt den Trick Aufwind. Okay. So, dann haben wir mit dem alles. Geilo! Du hast auch noch was gelernt, ne? Hier. Ja, der einzige Nachteil bei ihm ist natürlich. Wobei, eigentlich ist das voll der geile Heiler. Geile Heiler. Geiler Heiler. Der steckt nicht viel ein und kann heilen. Also, der ist eigentlich. Wie viel magischen Angriff hat er? Ja, okay, den hat er natürlich nicht ganz. Er sieht den mega magischen Angriff. Und den können wir auch nicht verstärken. Aber der hält eine ganze Menge aus. Finde ich cool. So, mein Freund, du bist bereit zur Evolution. Evolution! Moment, der hat aber noch einen Trick. Ich glaube, den müssen wir erst lernen, oder? Ach nee, Quatsch, der hat ja gelernt, aber was war denn das? Aufwind. Ach so, ja, da hatten wir ja. Der sanfte, die sanfte Brise. Stumpfe Schneide, ohne Spaß, noch ein Heiler. So, komm. Was bist du? Doppelmond. Dann kriegst du eine leckere, hab ich nicht mehr. Fick die Henne. Ich habe keinen riesen Mondtropfen. Ich habe auch keinen riesen Sterntropfen mehr. Da müssen wir dann nochmal hier unseren Kesselmeister zu Rate ziehen. Warte mal, wir hatten doch für die anderen Sachen, hatten wir doch schon die Formeln. Ich weiß nicht mehr auswendig, was da reinkam. Das sind alle. Da. Ach doch, Mondtropfen haben wir sogar. Ach cool, können wir machen. Mondkristall. Drei Mondkristalle und ein Mondtropfen. Was fehlte uns noch? Stern. Hatten wir Stern? Nee, ne? Also drei Sternkristalle und einen Sternentropfen. Experimentieren wir mal. Sternkristalle habe ich ja nicht. Oder? Ah ne, die sind hier drin. Sortier mal den ganzen Quatsch. Ich habe nur zwei Sternkristalle. Schade. Hätten wir das auch noch machen können. So, mein Freund. So, ich glaube, der hier ist besser. Ich nehme die Schlafmütze. Nom nom nom. Das sieht ja fesch aus. Cool. Nice. Was haben wir denn da? Rauchbombe? Könnte nicht schlecht sein für den Kampf. Oh, was ist das denn? Fiese Brise. Die machen alle Sturmschaden, Ja, suchen wir uns noch einen Toko, würde ich sagen, ne? Also, hier, Stufe 1. Das bringt uns ja nichts. Da fällt mir ein, wann kommt eigentlich The Bureau raus?
Was sagt, wie soll man Bureau? Wahrscheinlich. Der nächste XCOM-Teil wird ja ein Third-Person-Shooter? Shooter? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall actionlastiger als der Strategieteil, den ich Let's Played habe. Und da ich das XCOM-Universum ja sowieso ziemlich geil finde, steht dann auch mal wieder ein neues Let's Play an. Ich hatte mir jetzt letztens noch gedacht... Ey, alter Vater. Ich hatte mir letztens noch überlegt, es gibt ja jetzt auf Steam System Shock 2. Und dieses Spiel habe ich damals geliebt. Also es ist endcool gewesen, war auch mega gruselig. Man hatte Klassen und bla blub hast du nicht gesehen. Das war richtig fett. Und da hatte ich eigentlich überlegt, das auch noch hinterher zu schieben. Allerdings habe ich da hin und wieder technische Probleme und dann schmiert das Spiel wieder ab. Das muss nicht unbedingt sein. Jawohl, Stufe 7. Krass. Also bei dem steigt alles dann relativ gleichmäßig. Die Kappe war ja dann der Allrounder, sag ich mal. Toko ist zu mir. Ja, die nächste Stufe wäre dann die halt dritte Evolutionsstufe der Tokos. Mit Tarnung, die zu kriegen, ist ja nicht schwer. Das einzig Blöde ist, ich weiß nicht, wo die sind. Müsste ich nochmal nachgucken. Der eine oder andere wird das bestimmt auch in die Kommentare schreiben. Sollte ich das nicht sehen, bitte Nachsicht damit haben. Aber nächstes Mal sollte ich nochmal leveln. Über diesen ganzen Toko-Quatsch. Werde ich dann, glaube ich, die nächste Stufe benutzen. Wobei 17.000 Erfahrungen jetzt nicht gerade wenig sind, also, ne? Im Gegensatz zu den, wie viel kriegen wir sonst? 360 von den anderen Gegnern. Ist schon ein bisschen mehr, ne? Bisschen. Ich hätte allerdings auch mal wieder Bock, die Geschichte weiterzumachen. Das müssen wir auch noch tun. Wir müssen auch noch... Oh, wir müssen noch so viel machen. Also, ohne Spaß, ich glaube, der Let's Play wird nie enden. Nie enden, was aber auch nicht schlimm ist. Wir müssen auch noch auf den Winterinseln den Tomtejungen finden und die Kreaturen fangen und... Kreaturen fangen ist eigentlich auch nicht schlecht. Da muss ich mir nochmal anhören, was genau der haben wollte. Das könnten wir eigentlich auch machen. Dadurch levelt man ja auch quasi. Aber nicht so gut wie mit die Tomtisch. Ach Mann, was soll ich stellen? Sir, wir haben Eier gefunden. Was soll ich denn damit? Na komm. Ein kommen noch. Eine Runde mache ich noch. Und dann geht ab zur Winterinsel. Dann bin ich genug hier hin und her gelaufen. Krieg schon langsam so. Langsam krieg ich schon Dummheit im Kopf. Blub. Scheiß auf die normale Welt. So, ich hätte jetzt gerne 10 Tokos. Gleichzeitig. Ach, wie frech! Ich sehe gar nicht. Hau bloß ab. Na gut, so schnell wie ich die Viecher hier platt mache, könnte ich auch anstatt jedes Mal Portal zu wirken, einfach so ein Viech platt machen. Nur, weiß ich nicht, resetten dann die Viecher komplett? Oder verschwindet... weiß ich nicht mehr. So, da hinter dem Hügel ist ein Toko. Ich kann Simurin spüren. Na, da ist doch einer. Vielleicht auch nicht. Ach, das Spiel ist wieder gemein zu mir. Ja, piep. Selber piep. Dann kriegst du jetzt halt meinen Zorn zu spüren. Du kriegst auch einen Sack. Kyotsukete. Auf Wieder, tschüss.
Alter Vater, die kriegen jetzt Unwetter, tierischen Lärm und Flammenwand. Läuft. Nee, der hat die Flammenwand abgebrochen. Jawohl, 400 Damage. Ohne Spaß, wie... Ach genau, ich wollte ja noch wissen, was der Drachenstein ist. Ich find's voll krass, wie langsam der Earl levelt. Ich meine, wie lange braucht man bitte, bis der mal Level 99 ist? Ja, wir sind ja schon eine ganze Zeit lang auf der letzten... Auf dem... was ist denn der? Katastrozeros ist er, ne? Ja, genau. Da sind wir ja schon eine ganze Weile drauf und... Alter, was da? Der braucht ja ewig viel Erfahrung. Was wollte ich denn jetzt nachgucken? Ah ja. Le Drachenstein. Wo bist du? Da ist er. Ein Drachenfossil, das ist tiefrot, immer noch glühend heiß, was den Transport etwas erschwert. Eine Zutat. Ja, geil. Naja. Ach, ich könnte mal gucken, ob die jetzt resettet worden sind. Also die beiden waren eben auch da, das weiß ich. Das weiß ich genau. Kicken wir mal da hinten. Da ist keins. Na ja, gut, komm. Abmarsch. Glitzergrotte? Ne, wir müssen erst nach Julheim. Ich muss den Hampel da nochmal anlabern. Was genau der haben wollte. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Wo war der denn nochmal in dem Gasthaus? Wo stand... Ah ne, Quatsch, da ist er direkt. Geil. So, was willst du denn haben? Folgende Kreaturen, die auf einer blauen Blume reist. Eine stolze Kreatur, die ihre Nische in der Glitzergrotte gefunden hat. Oh. Und eine, die einen Schneehaufen auf dem Kopf hat. Ja, Moment, das eine Viech habe ich doch schon, ne? Da den komischen Maulwurf Günther. Den da. Nech. So, den gehen wir denn da mal ab. Dich gehen wir ab. Eigentlich muss ich alle abgeben, ne? Ich muss die, glaube ich, alle drei noch fangen. Wobei, ne, Moment. Den kann ich ja wieder zurück tun. Ist der das? Auf einer blauen Blume reist. Ach so, das heißt, das ist die weiterentwickelte Form. Das ist ja kackies. Ich reite auf einer roten Blume. Deswegen zähle ich nicht. Ja, dann halt nicht, Arschloch. So. Tschüss. Bye bye. Das ist so geil. Und Spaß, da erfreue ich mich jedes Mal dran an diesem Bye bye. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das Spiel hat viel Tolles immer noch. Und diese Musik finde ich auch immer noch geil. Wenn man sich in die Lüfte erhebt. Moment mal, der Tomte-Junge ist aber nicht hier in der Glitzergrotte, ne? Das weiß ich momentan natürlich nicht. Ich habe aber auch die Kinderchens noch nicht befragt. Ach komm, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. So, was war das? Ein Schneeball auf dem Kopf, eins, was auf eine blaue Blume reißt und eins, was seine Nische hier gefunden hat. Was auch immer mir das sagen soll. Der hat einen Schneeball auf dem Kopf. Bombler. Bombler ist auch ein geiler Name, ja. Wobei, der erinnert mich an Van Bommel. Van Bommel? Ja, genau. Das war auch geil. Der hat ja letztens sein Abschiedsspiel gehabt, glaube ich. Zumindest erzählt Johnny das. Und ist bei seinem Abschiedsspiel vom Platz geflogen. Wir sind nicht fangbar. Wir sind scheiße. Naja. 432 Gulden, das war noch in Ordnung. Da geht es schon raus. Moment mal, was machst du denn da?
Auch wenn ihr nach unten gehen, kein Durchgang. Der Weg wurde zerstört von jemandem, das sehen so aus. Aber wir wollen trotzdem weitergehen, ja? Wenn ihr darauf bestehen, gehen hier durch. Immer geradeaus, ja? Oh, ich habe Angst! Ich weiß natürlich nicht für die Viecher, wie weit wir dafür in die... Oh, guck mal an, da habe ich eine Truhe übersehen. Wie krass. Frostpudding. Was ein Zufall. Nee, 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 Freundchen. Jetzt wird gekämpft. Meinte der denn vielleicht den Bombler? Naja. Ich nehme alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, mit. Bums. Oh, wieder niemand fangbar. Kann das mal einer nachsprechen, was die gerade gesagt hat? Ich muss weglaufen. Haha. Das ist natürlich dumm gelaufen. Das Blöde ist, die haben keinen, die Sasquitch haben keinen Schneeball drauf. Natürlich blöd. Oh, ich habe auch schon fast kein Mana mehr mit dem Earl. Aber da hinten war ja ein Speicherpunkt. Nice! Boah. Einfach, weil wir können nochmal drüber flammen. Oh, ich habe auch schon wieder 53.000 Gulden, ja. Ja, die paar Runden bei den Salomonischen Spielen haben halt gut Kohle eingebracht. Brrr, ist das kalt hier. Krieg schon wieder kalte Füße. Der hat auch keinen Schneeball auf dem Kopf. Wo ist ein Schneeball auf dem Kopf? Wegrennen ist nicht. Frostige Fürstin. Ja, wer von euch hat denn seine Nische hier gefunden? Also mal ganz ehrlich. Boah. Bams Damage. Und da ist der erste schon. Nein! Nein, Bimpi, was hast du getan? Ach, Esther, ey. Was gibt's noch für Anweisungen? Jan-Kristall! Ja. Nari levelt aber konsequent. Das ist gut. Das ist schön. Ja, ich weiß. Wie sieht das eigentlich überhaupt mit der Karte hier aus? Da ist auch noch irgendwas. Nee, doch, aufgedeckt haben wir alles. Nein, den wollte ich doch gar nicht angreifen. Oder? Nee, wollte ich nicht. Wobei, da sind momentan alle 3, von denen ich nicht weiß, ob sie eventuell... So, jetzt gebe ich hier mal Deflagration. Lol. Nice. Schnee! Sturm! Mach mal Rambazamba. Ich muss ja sagen, den Drachen finde ich, seit ich den, sehr gut. Den Drachen finde ich, seit ich den Earl habe, nicht mehr so geil. Weil der halt auch so mega lahm ist, aber nicht so viel Damage macht. Oh, ein Planetenkristall. Uiuiui, so einen habe ich ja noch gar nicht gefunden. Was ist denn hier gewesen? Nix. Nix! Leute, können wir nicht machen. Riesenumweg, dann ist hier nix. Hier glitzert irgendwas, aber ich glaube, das ist nur die Luft. Glitzert denn hier irgendwo noch eine Wand? Da muss ich wieder die Brücke machen. Wieso ist das denn wieder verschwunden? Ja, ja, schau mal nach oben, da müssen wir die Schockwelle machen. Gut, dass das keinen Mana kostet.
Hopp, hopp, hopp. No. No. Ich bin Tröpfchen. Ja, da unten war nichts mehr. Wo sind denn hier die ganzen Viecher hier nochmal? Wollt ihr mich verarschen? Ui. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, der mit dem Schneeball auf dem Kopf, ist das der Papa? Wir sind ein bisschen resistent. Oh, lol. Kloppt die Alte kaputt. Dresche. Ach, und wieder ist nichts fangbar. Ja, Nari geht es gut. Schön weiter leveln. Hier bin ich noch gar nicht gewesen, aber hier ist auch nichts. Ja, ihr mit eurem heiligen Holz. Das besorge ich schon noch. Moment mal. Ah ja, doch. Besorge etwas heiliges Holz. Was ist denn eigentlich heiliges Holz? Da ist wieder ein Schneeball auf dem Kopf. Wie? Kein Erstschlag? Das ist ja frech. Ikuyo, minna. Das Schöne ist, dass ich nie weiß, was der sagt. Ich werde euch alle töten, sagt er bestimmt. Aber so ist das halt, wenn man kein Japanesisch kann. Nein. Nice! Mensch, Kätzchen, ey. Alter Vater, also teilweise sehen die Monster, also die Vertrauten, echt freaky aus. Wo? Und jetzt? Links oder rechts? Rechts. Lol, da oben bin ich noch gar nicht gewesen. Ach genau, da hatte ich mich doch zu dem Speicherpunkt gerettet. Das werden wir jetzt auch machen. Ich werde hier mal kurz Mana voll tanken. So wie, Moment, was sagt... Oh, fuck. so wie schnell mal speichern und hochladen. Meine Damen, meine Herren, ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Morgen um 20 Uhr fangen wir dann die richtigen Viecher, weil ich nachgucken werde, welche ich brauche. Und tschüssi.